Ja, da lässt er uns einfach vorbei, der Assi. So, sind unsere Pokémon nicht wieder aufgefüllt. Gut. Dankeschön für nichts. Wir gehen jetzt einfach nochmal zurück. Weil, keine Ahnung. Ich bin sehr vorsichtig, das merkt ihr momentan. Ich würde eigentlich auch nochmal gerne speichern. Die Frage ist halt nur, wenn die Aufnahme wieder abkackt und ich habe gespeichert, dann ist halt blöd, ne? Dann. Aber die Aufnahme ist schon seit, keine Ahnung, wie lange nicht mehr abgekackt. Das ist jetzt eine schwierige Sache, das abzuwägen. Da gebe ich euch recht, wenn ihr das meint. Da gebe ich mir recht, da ich das meine. Aber. Ich glaube, ich speichere nicht. Ich bin zu geizig. Ich vertraue meiner Aufnahmetechnik einfach zu wenig. Aber mein PC hat's dementsprechend auch sehr verkackt, was mein Vertrauen in Aufnahmen betrifft. Also, naja. Ich sag mal so, die Hälfte aller Aufnahmen für den Müll ist schon bitter. Ja. Aber das ist Vergangenheit, glücklicherweise. Und momentan sieht meine Aufnahmequote relativ gut aus. Und die einzigen Aufnahmen, die bis jetzt schief gegangen sind, sind diejenigen, wo ich selber was verkackt habe. Und dann ist das natürlich auch weniger verwunderlich. Wobei natürlich immer noch das Problem besteht mit den, was ich hier in diesem Let's Play, glaube ich, noch nie erwähnt hatte. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Mit diesen asynchronen Stellen, wo ich manchmal irgendwelche Bilder, whatever, Markierungen oder sowas reinschneide, damit einfach wieder meine Stimme zum Spielgeschehen synchron ist. Das passiert halt ab und zu, das kann ich nicht verhindern, aber das hatte ich auch schon in vielen anderen Videos gesagt, glaube ich. Also wenn ihr das hier seht, ich weiß nicht, ist dann schon eins hochgeladen? Kann sein. Also eins hochgeladen ist auf jeden Fall, wenn ihr das hier seht. Aber ob jetzt schon eins hochgeladen ist, weiß ich noch nicht. Naja, jedenfalls haben wir jetzt erstmal Drakrall weggehauen und jetzt können wir uns endlich dem Kolosseum widmen, was ich jetzt auch schon seit Anfang dieser Session sage, die jetzt mittlerweile schon 25 Minuten dauert. Naja, gut, jetzt aber wirklich, sagen wir es so. Ja, genau, hier der Aufzug war's. Ab nach oben. In die epische Kuppel, die wir jetzt gleich sehen werden. Wow. Mitten in der Luft, einfach so ein schwebendes Stadion. Das ist schon episch irgendwie. Also so für einen Endkampf, was kann man sich Schöneres wünschen? Ganz ehrlich, so viele Fans auch noch. Na gut, das heißt Fans, Zuschauer. Ob die jetzt alle Fans sind, also von mir ganz sicher nicht. Aber naja, wer weiß. Du bist spät dran, Sozi. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, der Krall hätte dich erledigt. Wie auch immer, du bist dem Krypto eine Entschädigung schuldig. Das siehst du doch hoffentlich ein. Du wirst in diesem Kolosseum kämpfen, um die Schäden wieder gut zu machen, die du angerichtet hast. Ich erwarte von dir einen Kampf, der unser Publikum begeistert. Ich mag die Musik, die geht voll ab. Vor so einem Publikum wird man richtig nervös, oder? Da darf man nichts verkehrt machen. Ich werde ganz einfach gewinnen, in Ordnung? Na dann, haust du rein, Bodybuilderin Ramba. Ramba! Das erinnert mich ganz leicht an Rimba, einem netten und fairen und coolen und was auch immer MKW-Spieler, den ich kenne, den viele von euch vielleicht kennen, keine Ahnung. Jedenfalls, ja, immer so am Rande. Ich habe auch einen Kampf um die Kursmatch gegen ihn gemacht, übrigens. Ja. Miltank als Krypto-Pokémon, das haben wir ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Und Sengo, auch ein Normal-Pokémon, genauso wie Miltank. So, wie machen wir es jetzt? Ihr merkt, die Level von den Gegnern sind noch relativ machbar, sagen wir es so, ja. Psystrahl auf Miltank würde ich einfach mal sagen. Ich hätte vielleicht auf Flammenwurf mit Tornado machen sollen. Wow, das zieht schon mehr, als ich gedacht habe. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen tatsächlich, weil das Miltank will ich. Also ich will ungern Krypto-Pokémon einfach liegen lassen auf der Strecke. Aber dass das Panzer Aeron geklappt hat, also ich kenne da schon Leute, die gesagt haben, ey, ohne Meisterball ist das fast unschaffbar. Also. Da waren wir jetzt irgendwie sehr glücklich. Was der Meisterball ist, ganz einfach ein Ball, mit dem wir jedes Pokémon einfach fangen können.
Was ich jetzt übrigens auch verkackt hatte, denn irgendjemand hat uns doch gesagt, wir sollten nach, genau, wir sollten nach Emeritei kommen und Sophos besuchen, genau, weil ich spoil das jetzt einfach mal rein, weil ich hab's eh verkackt. Sophos hätte uns in Folge darauf den Meisterball gegeben. Und zwar ist es ein Ball, der einem ermöglicht, ein Pokémon zu fangen mit 100%iger Trefferwahrscheinlichkeit. Also, es trifft immer. Es wird immer gefangen. Allerdings kriegt man diesen Ball nur einmal in jedem Spiel, in jedem Pokémon-Spiel. Gut, was heißt in jedem Pokémon-Spiel? Zumindest in den, ich sag mal, in Anführungszeichen normalen Pokémon-Spielen. Es gibt ja noch so Abarten von Pokémon-Spielen, so was weiß ich. Pokémon Ranger oder was ich eigentlich nie gespielt habe. Also, okay, da hat's überlebt, Flammenwurf. Das fand ich jetzt irgendwie schlecht. Porygon 2 übrigens ein sehr interessantes Pokémon. Kann neben Porygon eben noch Umwandlung und Umwandlung 2, was den Typ von sich, also den Typ des Pokémons, des eigenen Pokémons verändert. Also ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sagen wir es so. Und irgendwie muss ich gerade oft aufstoßen. Das ist wieder, weil ich direkt nach dem Essen angefangen habe zu LP. Das ist echt schlecht. Aber ich habe gerade Zeit und Bock und ja, das muss sein. So, Einigler, meinetwegen. Verteidigung, okay. Soll so sein. Hypnose, bam, ja. So, und jetzt können wir auch tatsächlich mal wieder in die Vollen hauen. Und die Frage ist jetzt, sollen wir mit Dummerplex nochmal einen Kryptoschlag wagen? Ich meine, das ist auf Level... das ist auf Level 43. Das dürfte eigentlich funktionieren. Also Bodycheck wäre auch noch eine Wahl, aber ich glaube, ich mache einfach mal Kryptoschlag. Keine Ahnung wieso. Ich mag Kryptoschlag. Zumindest, ich glaube, es dürfte noch so stark sein, dass es funktioniert. Ja, das hat jetzt schon mal voll versagt. Obwohl ich Miltank jetzt nicht als so schwer zu fangen in Erinnerung habe, tatsächlich, aber nicht töten, nicht töten. Gute Sache, okay, da können wir tatsächlich jetzt nochmal reinhauen. Das wollte ich nur wissen, also ich kann das echt bei Pokémon schwer einschätzen. Moment, ich hatte eben nochmal ein Thema, was ich nochmal aufgreifen wollte. Was war das nochmal? Meisterball gibt es nur in jedem Pokémon-Spiel einmal. Ja, aber das war eigentlich... Ich glaube, davor war es noch. Aber vergesst es. Ich habe es auch vergessen. Dann kann es nicht so wichtig gewesen sein. Miltank gefangen. Ey, das ging ja relativ schnell. Gut, damit haben wir die erste Trainerin des Kolosseums bereits besiegt. Das Schöne ist, dass unsere Pokémon, glaube ich, wieder geheilt werden. Ich hoffe es. Was? So war das aber nicht abgesprochen. Ich hoffe, dass die Pokémon geheilt werden. Ansonsten wäre das ziemlich asozial. Aber ich habe gerade so eine dunkle Erinnerung, dass es nicht so war. Da müssen wir jetzt ein bisschen... Naja, uns anstrengen. So, ein Jäger. Nee, ein Biker, nicht Jäger. Jäger sind Jana. Okay, jetzt bin ich an der Reihe. Coole Sau, ja. Eine Herausforderung von Biker Easy. Der ist doch wohl easy zu besiegen. Absol und Tohaido. Ja, da hat sich jemand auf Unlicht spezialisiert, merkt man. Absol nur Unlicht, glaube ich, und Tohaido Wasserunlicht. Mich würde jetzt echt interessieren, ob Krebsgor... Nee, Krebutak. Genau, Krebutak war das. Ob der auch Unlicht ist. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben. Oh ja, Absol Krypto. Gute Sache. Wie machen wir es jetzt? Tohaido muss ich mit Feuersturm angreifen. Oh mein Gott, und ich merke auch gerade, die AP werden auch nicht aufgefüllt. Wir können Feuersturm nur 5-mal im ganzen Kolosseum einsetzen. Das ist miese. Das ist richtig miese. Tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber das ist miese. Okay, das zieht schon mal die Hälfte. Also nochmal werde ich es nicht einsetzen, ganz klar. Aber ich denke, Feuersturm werden wir auch nicht so oft gebrauchen, tatsächlich. Da setze ich halt jetzt nur einen gegen Gegner, bei denen es nicht sehr effektiv ist. Ansonsten wäre das ja irgendwie kein Problem. Nehme ich mal an, hoffe ich mal. So, drittes Pokémon. Magnaien, auch noch ein Unlicht-Pokémon. Da dürfte jetzt Flammenwurf auch reichen, nehme ich mal an. Und, keine Ahnung, Psyana wechseln wir einfach. Schwertanz, oh mein Gott, oh nein. Ja, Schwertanz steigert den Angriff des Pokémons stark. Das ist schlecht, zumindest wenn es ein Krypto-Pokémon ist. Weil dann können wir nicht einfach so weghauen, sondern müssen jetzt...
Nein, nicht Items, was mache ich denn hier? Pokémon wollte ich, genau. Und Dumpleplex sollte nach Möglichkeit auch noch mal ein bisschen länger überleben. Aber, naja, wir haben ja noch ein paar Belieber, glücklicherweise. Das wird uns irgendwie durch den Kampf retten. Und Dumpleplex, ja, könnten wir jetzt schon befreien. Als Krypto-Pokémon. Ich weiß nicht, was er noch für eine vierte Attacke bekommen würde, keine Ahnung. Könnten wir probieren, aber naja, ist jetzt nicht so wild tatsächlich. Magnaien! Wey, Tornupto, ja, und noch ein bisschen. Psyana. Und. Boah! Ja klar, natürlich! Übertreib's doch mal! Nö, ist klar. Natürlich. Logisch. Ach du Kacke. Okay, jetzt kommt Skorgla. Skorgla kann gleich mal für uns Sandwirbel oder ein Pokéball. Jetzt eine gute Frage. Also Beleber werde ich in jedem Falle auf Dumpleplex einsetzen, weil ein paar Kryptos müssen wir noch fangen. Das ist Fakt. Also ohne die paar Kryptos brauchen wir sie gar nicht erst zu probieren. So, Sandwirbel. Oh, Skorgla fängt an. Ah ja, stimmt, weil wir ja ein Item einsetzen. Gut, vergesst es. Das war jetzt auch nicht so verwunderlich irgendwie. Ich wollte schon sagen, Skorgla fängt vor und oh, nochmal Schwertanz. Oh, 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 das könnte schwierig werden. Das könnte in die Hose gehen. Eieiei. Hyperball. Ich weiß keine andere Möglichkeit jetzt. Aber nochmal Sandwirbel dürfte dem Ganzen dann noch ein bisschen die Luft rausnehmen. Wenn wir Glück haben. Wenn wir Pech haben, trifft wieder eine Attacke und dann war's das mit Skorgla. Und Skorgla würde ich ungern auch noch wiederbeleben müssen. Ich weiß nicht mal, ob ich es machen würde. Hm. Ist es so ein Skorgla wert? Skorgla, du darfst selbst entscheiden. Wenn dein Sandwirbel jetzt trifft. Oder wenn ein Sandwirbel jetzt wirkt, sagen wir so, dass das gegnerische Pokémon nicht angreifen kann, dann... Ach, du hast verkackt, Junge. Stirb. Och Mann, was ist denn das? Ich will nicht noch ein Beleber opfern müssen. Wir haben nur 7. Jetzt nur noch 6. Also, uns kommen noch ein paar Kämpfer auf uns zu. Wieso habe ich jetzt Psyana eingesetzt? Ich wollte eigentlich Dumpleplex einsetzen. Mist. So, zweimal haben wir immerhin schon mal... Ja. So, was machen wir jetzt? Wir könnten auf Dumpleplex wechseln. Wenn Absol jetzt nochmal trifft, was ich irgendwie nicht hoffe, dann wäre Dumpleplex wahrscheinlich schon wieder tot. Besiegt. Ich hätte vielleicht Tornupto wechseln sollen, weil die Gegner gehen irgendwie fast nie auf Tornupto. Das wäre jetzt schade. Hm. Psyana kommt zurück, ja. Und jetzt bitte. Triff nicht, daneben. Bedroher, ja, ist okay. Krypto daneben. Nein. Mann. Meine Fresse. Du bist nervig, Absol. So, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Raikun Entei will ich noch nicht einsetzen, weil... Bringt nichts. Ach, ich muss es jetzt irgendwie andersrum machen. Jetzt kommt Beleber, muss ich auf jeden Fall nochmal einsetzen, weil den brauchen wir noch. Also Dumpleplex brauchen wir in jedem Falle noch. Wir müssen das irgendwie ein bisschen besser aufteilen. Ich hätte mir mehr Beleber kaufen sollen, glaube ich. Weil Hypertränke bringen im Endeffekt zwar schon was, aber auch nur für die stärkeren Pokémon, die ohnehin nie drauf gehen oder nicht mal im Begriff sind, drauf zu gehen. Wenn die schwächeren Pokémon mit Hypertränken kaum was anfangen können. Ja, und dann passiert sowas mal wieder. Ich wette, jetzt trifft Kryptoschlag nicht. Okay, Schwertanz. Nein. Okay, das nenne ich mal aufbuffen. Das finde ich irgendwie nicht gut. So, Tornupto wechseln. Nein, ich hätte beinahe schon wieder einen Pokéball eingesetzt. So, Tornupto wechseln wir auf Dumpleplex. Gut. Und jetzt mit Psyana ein Item. Und zwar ein Timerball. Sollen wir es probieren? Komm, wir haben noch genug. Also, ja, 5 Stück sollten noch reichen für das, was noch kommt. Vielleicht klappt's ja, wer weiß. Ich hätte vielleicht auch nochmal einen Hyperball probieren sollen, aber soll ich ja noch nicht mal im roten Bereich. Ich kann es aber auch nicht schwächen, weil... Ja, ich muss befürchten, dass es sich dann selbst killt. Zumal jede Attacke sowieso killen würde, von daher... Naja. Dumpleplex, du überlebst jetzt mal bitte. Und wehe, jetzt geht Kryptoschlag auf den... auf Dumpleplex. Also... Ja. Boah! Ach du Scheiße. Das ist nicht schön. Das ist im Gegenteil. Morgengrauen. Heil dich mal schön. Das bringt nur leider kaum was, weil wenn Kryptoschlag jetzt nochmal trifft, dann war's das mit Psyana.
Oder vielleicht auch nicht, vielleicht bleibt so, ja, natürlich, es geht einfach mal daneben, ja. Und das, nein, das trifft nicht. Gut, gut. Puh. So. Einmal Morgengrauen noch, würde ich sagen. Weil ich will es nicht drauf ankommen. Lassen wir ein Psiana drauf gehen, dann wäre das schon echt blöd. Und ich meine, Psiana kann sich umsonst heilen. Wofür? Geht schon wieder dann? Ja, natürlich. Und Kryptoschlag trifft jetzt, ja. Natürlich. Also, verarscht kann ich mich selbst. Meine Fresse. Kann das nicht mal klappen? So, ein letztes Mal. Turnupto. Beleber nur noch 4 Stück an der Zahl. Und theoretisch müssten wir uns einen aufheben. Mindestens einen, wenn nicht sogar noch mehr. Also, das ist schon alles einkalkuliert irgendwie. Ich hätte mir mehr Beleber kaufen sollen. Nicht so viel von dem anderen Müll. Oh. Und jetzt kommt dieses dämliche Absol und macht alles kaputt. Nur mit einem blöden Schwerttanz. Scorgler vielleicht auch mal heilen sollen und mehr Sandwirbel machen sollen, aber naja, zweimal Sandwirbel, habt's gesehen, einmal daneben. Ja, von wie oft treffen? 5-mal, 6-mal, ja, jetzt einmal Kryptoschlag und das Vieh ist schon fast tot. Besiegt. Ja, Psiana. Es wird nichts mehr. Das kann ich euch fast schon voraussagen. So, Wechsel auf Dummelplex und Psiana bitte Morgengrauen nochmal. Ja, Psiana kann jetzt auch nur noch 2-mal Morgengrauen. Wie geil ist das denn? Boah! Also das mit den APs ist in dem Kolosseum echt nicht schön gemacht. Also gerade, es regt mich auf. Ich glaube, ihr merkt es. Ja, das könnte Psiana überleben, ja. Mit 7 KP um den Dreh. Noch mehr. Gut, aber jetzt nicht sterben, genau, und jetzt Hypnose. Das muss klappen. So, und jetzt nochmal einen Hyperball voll reinhauen und wenn es nicht klappt, dann Pech gehabt. Ich habe mein Möglichstes gegeben. Wenn es jetzt nicht sein soll, dann Pech gehabt. Aber naja, wir haben noch ein paar Chancen. Also zum einen den Pokéball, der schon mal daneben war. Jetzt haben wir noch Hypnose, das hoffentlich mal treffen könnte. Ja, natürlich nicht. Wieso auch? Ja, und Kryptoschlag trifft natürlich und damit ist Absol besiegt, Dummelplex auch und alles ist kacke. Meine Fresse, wie kann man nur so ein Pech haben, ganz ehrlich. Das war, also ich habe mich, also ich habe noch nie mehr Pech gehabt, glaube ich, in so einem Kampf. So, Biker. Ich hatte zwar schon von ihr gehört, aber du bist ja noch stärker als alles sagen.